Hallo zusammen, am Wochenende war ich beim Peppermint Anime Festival 2016 in München. Dieses Mal hat es sich ergeben, letztes Mal war es halt blöd, weil das nicht in München war und nach Nürnberg zu fahren ist dann immer so ein riesen Streckending und es hat sich leider einfach nicht ergeben, obwohl ich letztes Jahr auch wirklich hin wollte. Dieses Jahr ist es dann wirklich passiert und ich war wirklich richtig überrascht. Es war super nett. Also es war jetzt absolut nicht irgendwas Riesiges. Aber es war super, super nett. Man hat da neben den Kassen im Prinzip so einen kleinen, ja, ich sag mal, ich sag das immer so als Bistro-Frühstücksbereich ist das für mich, weil, ja, da kann man sich halt hinsitzen und, ja, was kann man da machen? Da kann man frühstücken, finde ich jetzt persönlich. Ich bin jetzt auch nicht so oft im Matthäuser drin, in dem das stattgefunden hat, aber jedenfalls haben die dann hier da so die Stände aufgebaut von Peppermint, von Monigiri, glaube ich, war das. Und noch von irgendwem. Es gab auch noch eine Manga-Bibliothek. Und dann gab es auch noch Leute, die dir erklärt haben, wie dieses Kartenspiel des Schwarz und Weiß funktioniert. Da habe ich mich dann auch mal dazu gesetzt und das versucht im Prinzip. Ich habe es ehrlich gesagt so halb kapiert, aber irgendwie auch nicht so ganz. Also keine Ahnung. Aber ich fand es wirklich sehr, sehr nett. Und auch von der Organisation, muss ich sagen, lief das Ganze eigentlich toll ab. Also du bist da hingegangen, hast ein Bändchen gekriegt, hast die Tasche gekriegt, bist in die Kinos gegangen, konntest mit dem Bändchen halt früher rein, konntest dann auch wieder raus im Prinzip. Das war das, was ich noch besser fand. Also nicht, dass du wieder raus konntest, sondern dass man wirklich gesagt hat, man schickt alle Leute nach dem Kino, also nach der Vorführung raus und musst dir nochmal neu anstellen lassen. Finde ich besser, als wenn du sagst, hey, ihr dürft jetzt da drin bleiben und eure Plätze saven oder sowas. Das finde ich, ehrlich gesagt, wenn das manche Kinos und Festivals erlauben, das finde ich immer blöd, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also es gibt ja teilweise immer so Situationen, wo du sagst, ja, du kannst dann schon irgendwie 1000 Jahre vorher rein und dann die Plätze saven oder ja, wenn die Vorstellung aus ist, kannst du auch drin bleiben und die Plätze frei halten immer noch. Das ist zum Glück da nicht passiert. Das hätte ich fast mal befürchtet. Wäre das wirklich so gewesen, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Einfach weil ich Ernst auf der Hardart einfach unbedingt sehen wollte. Aber ja. Zu den Sälen an sich, das war eigentlich immer relativ voll. Ich war bis auf bei Kisumonogatari immer in dem größeren Saal. Es ist ja nicht der größte Matheser, sondern aber der größere von denen, die da waren. Und in allen 4 Vorstellungen war es richtig, richtig voll. Also das hätte ich nicht gedacht. Natürlich waren zwischendrin meistens immer noch ein paar Plätze frei. Bis auf Ernst und auf der Hard. Der war wirklich ziemlich, ziemlich voll. Ich weiß jetzt nicht, ob in der letzten Reihe dann nochmal was frei war. In der letzten Reihe. Erste Reihe meine ich natürlich. Weil erste Reihe ist jetzt nicht so der attraktive Spot zum Sitzen. Das kann ich schon verstehen. Ich gehe da immer mehr so in die Mitte hinten hin, weil mich das mehr anspricht. Aber gut. Jedenfalls Kisumonogatari war es halt so, Kisumonogatari kam und danach kam dann nochmal so ein anderes OVA, das irgendwie Cradle in the Sky Sleep Tight My Baby hieß. Und da sind dann irgendwie zwischendrin alle rausgegangen. Also, ja klar, die haben sich wahrscheinlich nur Kisumonogatari angeschaut, aber die hätten sich das doch dann auch noch geben können. Also so schlimm sind dann die 40 Minuten dann auch nochmal nicht. Hätte ich jetzt gesagt. Obwohl ich ganz ehrlich gestehen muss, von dem Ding von Cradle in the Sky war ich wirklich am allerwenigsten begeistert. Also das war echt nicht so meins. Es könnte auch daran liegen, dass ich absolut kein Freund von diesen 3D-Animationen aller Ajin oder Knights of Sidonia bin. Und deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch reingegangen. Zum Programm an sich, was ich geguckt habe, Kisumonogatari, dann Love Life School Idol Project, so, da war ich auch super überrascht, weil ich persönlich habe wirklich noch nie was von diesem Zeug angeschaut und bin auch absolut kein School Idol Freund, aber der Film war einfach nur super nett, also, da kann man gar nichts sagen. Und da kommt sogar auch eine Review dazu, vielleicht nicht diese Woche, morgen kommt Kisumonogatari und am Freitag kommt Ansem of the Heart, also freut euch schon mal drauf. Und
Dann habe ich noch Free den Film angeschaut. Ich muss sagen, ich war auch überrascht. Das war auch sonderlich. Ist so super nett. Und auch wenn das jetzt wirklich nicht mein Genre ist. Also da muss ich sagen, oh. Aber vielleicht gucke ich Free doch mal an, weil die Animationen sind schon echt gut. Also Kyoto Animation macht da einen super Job. Und dann halt noch Anthem of the Heart. Und das war halt schon echt. Also nach diesen vier Vorstellungen im Prinzip war mein Arsch ziemlich platt gesessen, um das mal in Allgemeinsprache zu formulieren. Da musste ich dann erstmal am nächsten Tag ein bisschen joggen gehen. Das war dann, ja. Aber gut. Da es nicht ganz so langweilig werden soll, weil ich persönlich keine Bilder gemacht habe, weil, ja, finde ich, braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich wollte euch jetzt nur mal meinen Eindruck schildern von dem Peppermint Anime Festival. Mache ich jetzt aber noch diese Tasche hier auf. Ich habe da schon mal reingeschaut, aber nicht komplett irgendwie aufgemacht. Also das ist im Prinzip für mich jetzt auch so ein bisschen eine Premiere. Schauen wir doch einfach mal rein, würde ich sagen. Und an sich, muss ich sagen, nochmal zu der Tasche an sich. Erstmal. Letztes Mal stand da, glaube ich, ProSieben Max drauf, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ich kann es nicht 100% bestätigen, weil ich war ja nicht da. Aber in den Videos war da noch ProSieben Max drauf gestanden. Diesmal ist es nicht drauf. Finde ich besser. Aber gut, das war halt dann letztes Jahr der Sponsor. Das ist ja auch nicht schlimm. Und zur anderen Sache, ich weiß, hier ist auch eine DVD drin. Das war letztes Jahr nicht so. Finde ich super. Also, es ist so eine Free-Gimmick-Tasche. Und die hat am Ende irgendwie auch noch viel zu viele übrig. Ich weiß nicht, ob das daran lag, ob die sich für München überschätzt haben. Aber ich glaube, das war einfach der Restkontingent von allen Festivals. Weil ich meine, im Prinzip war ja München die letzte Station jetzt. Also denke ich, dass das wirklich das Restkontingent, sage ich mal, war. Falls das das nicht war, könnt ihr mich natürlich gerne berichtigen. Aber ich vermute einfach mal das, weil die haben dann wirklich zum Teil auch zwei Taschen mal verteilt. Am Ende dann hin. Mein Gott, wenn sie die loswerden wollen, sollen sie doch. Ich habe mir nur eine genommen, weil. Ja. Es war halt ein bisschen. Ich wollte nicht immer so viel rumschleppen. Deswegen, es war für mich persönlich auch der Grund, wieso ich sonst nichts gekauft habe. Sonst hätte ich auch gerne nochmal irgendwie. Ah ja, Figuja war natürlich auch noch da. Sonst hätte ich mir gerne eine Figur oder sowas gekauft. Aber das muss ich dann mal gucken, das werde ich dann so irgendwann mal wieder machen. Vielleicht, wenn ich in Japan bin oder in der LBM mal gucken. Weil irgendwann hole ich mir nochmal wieder eine Figur oder DVDs. Anthem of the Heart kommt auch sicher auf meine DVD-Blu-ray-Liste. Da muss ich mal gucken, ja, egal. Jedenfalls machen wir das Ding jetzt erstmal auf. Da kann man sich auch die Stifte rein. Also, wer studiert, der. Für den ist das wahrscheinlich auch ganz cool. Schauen wir erstmal die Postkarten an. Das ist hier so eine Wähl-Postkarte. Das habe ich auch dann auch gemacht. Jetzt nicht mit der da, aber an dem Stand gab es auch welche. Da konnte man dann wählen und kann theoretisch auch eine PlayStation 4 oder andere Plastik gewinnen. Free. Werbung zu Final Fantasy 15. Das kam ja da auch ganz oft. Ah ja, genau. Das ist die eine Sache, was es noch gab. Es gab vor jeder Vorstellung im Prinzip Werbung. Und die Werbung war im Prinzip immer gleich. Das war ein bisschen blöd, aber weil dann dadurch habe ich halt viermal diese Werbung gesehen. Aber gut, ich verstehe nicht, jeder schaut jeden Film an. Aber wenn sie da vielleicht ein bisschen variiert hätten, ist das vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber gut, ist ja wurscht. Hier der dieses Funtainment, das im Prinzip die Demos gemacht hat für dieses Schwarz-Weiß von, also dieses Kartenspiel, was ich nicht so ganz gerallt habe. Da ist auch irgendwo noch eine Karte hier drin. Hier so ein kleines Booklet, sage ich mal, mit dem Programm drin, da wo man auch noch so ein bisschen die Beschreibungen hat. Ist auch ganz nett und so ein paar Sponsoren sind auch drauf. Also schaut, den Film habe ich halt noch geguckt, diesen Love Life, also nicht Volume 2, bla bla bla, keine Ahnung, aber den Film hier. Nur, dass wir uns richtig verstehen, also was ich das vorher falsch gesagt habe. Da haben wir schon. Die Karte habe ich dann im Prinzip gewonnen durch das Demo-Spiel da von dem Schwarz-Weiß. Und wie gesagt, ich meine, ich finde das in den Ansätzen wirklich super, super nett. Aber ich habe das halt noch nicht so ganz kapiert. Und die Sache ist die, ich würde mir das ja auch irgendwie gerne holen wollen. Die Sache ist nur, weil halt wirklich die, ich kenne da keinen, der das irgendwie spielt jetzt bei mir in der Nähe. Und da bringt mir das dann halt auch nicht so viel. Aber von den Ansätzen her finde ich dieses Spiel wirklich echt super nett. Also, wenn ihr wen habt, mit dem ihr das spielen könnt oder wollt. Natürlich könnte ich das auch an irgendwelche Leute introducen, aber so bin ich dann auch wieder nicht, dass ich sage, oh, jetzt kaufe ich auch mal die Karten. Aber wenn ihr irgendwen habt, mit dem ihr spielen könnt, das ist, glaube ich, echt super nett. So ein
Casio ist die DVD von Samurai Flamenco. Ich hatte persönlich halt einfach das Pech, dass das jetzt die dritte Volume ist und ich persönlich halt einfach keine Volume bis jetzt habe von dem, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Also, ich finde es trotzdem super, dass da eine DVD auch mit drinnen ist. Und dadurch, dass ich das Ding jetzt habe, ich persönlich hätte so wahrscheinlich nie in Samurai Flamenco reingeschaut, werde ich das wahrscheinlich jetzt mal machen. Aber sehen wir dann. Dann haben wir hier nochmal eine Werbung für Wien Animanga. Ist das auch diese? Ah, ich glaube, das ist für die Ani. Ah ja, für die Ani Night. Genau, das ist diese Messe da. Die gibt es ja in Wien auch. Die ist ja auch ziemlich groß. Ich glaube, das ist die. Ja, steht auch da drauf. Größte Anime-Manga-Convention in Österreich. Genau, das ist die. Müsste ich mir eigentlich auch fast überlegen, ob ich da mal hin soll. Aber dann, bevor ich dann dahin fahre, werde ich einfach mal auf die Animagic oder auf die Dokomi oder sowas fahren müssen, weil da war ich auch noch nie. Also mein. Ich will schon mal auf so Conventions gehen, so ist das nicht. Aber die Werbung sieht auch ganz super nett aus. Garakova. Das habe ich nicht geschafft, weil das war einfach so in der Früh. Also ich wäre ja gerne auch irgendwie in die Vorstellung um 9 in der Früh gegangen, aber dann hätte ich irgendwie um 6 aufstehen müssen von mir jetzt daheim. Und das ist irgendwie so ein bisschen, das war für mich halt einfach blöd. Deswegen hat sich das nicht ergeben. Ich war halt in der 11 Uhr Vorstellung, und war ich dann auch schon um 7:30 aufgestanden. Ja, kommt glaube ich hin. Garakova. Ich habe im Lord-Video gesehen, dass das echt super nett sein soll. Also ich werde da auch mal reingucken. Ich kann da bis jetzt noch gar nichts drüber sagen. Er meinte nur, dass das irgendwie so ein bisschen Prella Magica-mäßig ist. Und meint, das wäre dann super toll. Also da kann man gar nicht sagen, was das sind. Ah ja, und übrigens, nur mal so als kleiner Hinweis, ich habe die Hoffnung zu Anime jetzt momentan wieder so ein bisschen in mir drin. Ich hatte ja so eine kleine Downphase. Ich sage, ich habe jetzt nichts geguckt, wirklich gar nichts, aber dadurch, dass ich jetzt wieder so ein bisschen gehuckt bin von zwei Sachen, nämlich von Anthem of the Heart und Erased, die wirklich super spitze sind. Also jetzt mal so für der Review vorweggenommen zu beiden. Wow, also ich bin so richtig gehuckt momentan wieder. Aber ich habe jetzt nicht so richtig die Riesenzeit, dass ich sage, ich gucke jetzt viel, aber ich habe Bock. Ich habe Bock wieder. Downphase überwunden, sage ich mal. Und das hier ist Final Fantasy 14? 14 online. 14 Tage gratis. Ist Level 20. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz, was ich das. Also ich bin halt einfach nicht so der Final Fantasy Mensch. War ich wahrscheinlich auch noch nie und werde ich wahrscheinlich nie werden. Aber ich kann verstehen, wenn ihr das mögt. Also so ist das nicht. Ich meine, ich verstehe, wie gesagt, den Reiz dahinter, aber für mich persönlich ist es halt nichts, aber es ist ganz nett, als Idee, zumindest sie so reinpackt. Dragon Quest Heroes. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich kenne diesen Blob, aber ich weiß nicht so ganz, was das sein soll. Ist das irgendwie ein Fächer oder sowas? Oder irgendwie so ein Guckloch. Ja, jedenfalls, das Ding hier ist auch mit dabei. Könnte so ein Fächer sein, was zu warm ist, aber das ist ja irgendwie blöd im Winter. Naja, egal. Shinkan. Manga-Preview von EMA. Ah, ja, okay. Das ist, glaube ich, von Egmont. Genau, von Egmont. Es gibt ja von anderen Manga-Verlagen auch immer diese Previews, die aber nicht immer überliegen. Und das ist jetzt von Egmont im Prinzip eine. Was haben wir denn da alles drin? Korpspartner. Schauen wir mal schnell. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz zuordnen. Gibt es da doch bestimmt irgendwo eine Übersicht, oder? Ah ja. Corpse Party, Igai, Darwin's Game, Yatsukumo, Bloody Parade, Bloody Winter. Klingt ganz interessant. Kagero Daze bei Fantasy, Testament of Sister New Devil. Dann bei Comedy, die Sargprinzessin. Da muss ich übrigens auch noch in den Anime reinschauen. Der
soll ja auch ganz, also Hitsugi no Chaika, glaube ich, ist das auf Japanisch und Deutsch ist das die Sargprinzessin, irgendwie sowas. Also, ja, und dann Mystery Detective Conan, ja, Golden Time bei Romance. Golden Time muss ich auch noch anschauen. Boys Love ist nicht mein Genre. Special Things betrifft mich jetzt auch nicht, aber ist halt eine Preview, ne? Kann man nicht sagen. Ganz nett. Was genau das jetzt ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich auch nicht so ganz. Da sind diese Schwarz-Weiß-Karten auch drin. Da sind zwei drin. Einmal die hier und einmal so eine Love-Life-Karte. Ja. Und dann noch Vanguard Card Fight. Aber ich weiß nicht so ganz, was genau jetzt das Ding ist. Ist das jetzt irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was das ist. Love Life School Idol Project Fanbook. Oder ist das für das. Oder Vanguard Fanbook. Was ist es jetzt? Ich glaube beides wahrscheinlich, ne? Soll ich jetzt reinschauen oder nicht? Da drauf stehen schon 3 Dollar. Ach, YOLO, ich gucke jetzt rein. Oder? Wenn ich es aufkriege. Moment. Wird jetzt wieder länger, als ich dachte. Ach nee, das ist so nervig zum Aufmachen. Okay, vielleicht doch nicht. Schauen wir mal schnell rein. Ach, die Karten hängen da fest. Okay. Na gut. Wir schauen mal schnell rein. Rubber. Ah ja, da sind ein paar nette Sachen drin, so ein paar nette Bilder für diejenigen, die da irgendwie Fans davon sind. Sowas halt. Es ist wirklich zur Hälfte getrennt, okay. Okay. Ah ja, da ist auch so ein, ja, was auch immer das ist, drin. Okay. Also, ja, es sind halt jetzt nicht meine Serien, aber sonst finde ich das von der Idee her nett. Also. Love Life und das da. Kann man nicht sagen, finde ich. Absolut super. Dann, was ich auch super nett fand von Anthem of the Heart, dieses kleine süße Ding hier. Das ist im Prinzip so ein Sketch-Ding mit Unterschriften draufgedruckt, natürlich von den Machern. Und das finde ich echt super nett. Also, da kann man echt gar nichts sagen. Das ist. Super Idee, finde ich auch. Sowas gefällt mir immer ganz gut, besonders wenn mir Serien gefallen oder Filme gefallen. Und das Ding hat mir halt echt super gut gefallen. Und zu guter Letzt ist dann noch das Poster hier drin. Ich mach's mal schnell auf, aber ich will jetzt nicht, dass es das irgendwie verknickt oder so. Das wäre nämlich blöd. Ich will das auch aufhängen. Ich habe nämlich auch das von 2015 da hängen. Das habe ich nämlich bei der LBM noch gekriegt. Aber ich glaube, ich würde das durch das hier ersetzen und das andere irgendwo anders hinhängen, weil ich finde das hier nochmal besser als das von Anohana. Kann man ja so sagen. Aber alles Anohana-Ding ist auch super nett, also kann man auch nichts dagegen sagen. Jedenfalls, das ist das Poster und da ist im Prinzip dasselbe drauf wie bei der Postkarte. Also nicht wundern. Aber das war's jetzt so im Prinzip mit meinem Peppermint-Anime-Meinungsvideo. Wie gesagt, falls ihr nächstes Jahr dann auch wieder da drauf seid, es ist wirklich super nett als Erfahrung. Und es ist einfach toll zu sehen, dass mal wieder Anime im Kino ist. Natürlich ist immer so ab und zu sowas wie die Legende der Prinzessin Kaguya war jetzt, glaube ich, auch im Kino. Aber irgendwie, das sind dann immer so. Natürlich war das auch exklusiv jetzt. Aber. Mein Gott. Es gibt Schlimmeres. Also ich fand das echt super nett und kann es nur empfehlen. Und das ist toll, Anime zu sehen im Kino. Und ich finde es auch super, dass man zum Teil da so emotional mitgeht. Das ist eine Sache, die. Genau, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Es gibt so eine Sache, die ist irgendwie so in Deutschland irgendwie so ein bisschen verloren gegangen in der Kinokultur, dass man sagt, man geht so wirklich emotional mit, sage ich mal, mit manchen Serien oder Momenten. Das war da schon so.
Und das habe ich bis jetzt, ehrlich gesagt, in letzter Zeit einfach nur noch in Amerika gesehen. Die gehen zum Teil auch wirklich mit oh, lachen voll laut und alles im Kino, in den Filmen und die sind auch wirklich voll. Und das findet man bei uns zum Teil halt echt wirklich nicht. Das letzte Mal, dass ich dir gesagt habe, ja, der Film war richtig voll, war einfach bei der Preview und beim zweiten Mal von Star Wars. Aber davor und danach habe ich das schon ewig lange nicht mehr gesehen, dass ein Film wirklich voll war. Außer es sind jetzt irgendwie so Sneak Previews, wo du halt nicht weißt, ja, was es kommt da jetzt. Aber dieses emotionale Mitfühlen, das ist so ein bisschen dann in Deutschland so verloren gegangen. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wieso. Gut, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich dann aufkreisch oder laut los lach. Aber ich find, das macht eine nette Atmosphäre beim Kino gucken. Das war's. Und wie immer gilt natürlich, alles, wie gesagt, da ist und bleibt meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann macht doch ganz einfach eine eigene. Wart ihr auf dem Peppermint Onion Festival? Wenn ja, was war euer Eindruck davon? Gerne in die Kommentare. Wie gesagt, die Reviews kommen so in der nächsten Zeit. Morgen Kiso Monogatari, Freitag Rian zum Of the Heart. Und die anderen, die kommen auch irgendwann. Ich weiß noch nicht wann, aber die kommen auch irgendwann. Gut, also dann, wir sehen uns dann. Mal einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer. Ciao, euer City Blue.